Comedy Central Podcast. IIS, die Idel und Ingmar Show. Abonnieren, Leute, abonnieren. Abonniert man. Also, hallo erstmal, hier, wir sind's wieder. Idel und Ingmar Show. Ich habe einen Fun-Fact übrigens. Den jetzt wollte ich jetzt sofort raushauen. Soll ich den zum Schluss raushauen? Nee, den machen wir direkt. Ja? Ja, hau raus, Fun-Fact. Also pass auf. Humans are deuterotomous. Ist egal, ich kann das Wort nicht aussprechen. Ist egal. Which means that when they develop in the womb, their anus forms before any other opening. Which basically means that at one point you were nothing but an asshole. Some people never develop beyond the stage. Bitte übersetzen Sie. Also der Funfact war, dass dein Englisch mangelhaft ist. My English is much better than yours ever going to be. Of course, wa? So, it means deuterotomous. Also man entwickelt erst das Arschloch, wenn man... Ja, also im Bauch von Mama und Papa, also von Mama. Von Mama und Papa, ja. Also ja, eine Zusammenarbeit, man muss ja auch mal Papa reden. So, da formt sich das Arschloch zuerst der vor Anus. Jeder... Achso, da darf man nicht sagen. Doch, Anus. Nee, aber ja, medizinisch jeder, Anus. Also medizinisch Anus formt sich zuerst, bevor jede andere Körperöffnung geformt wird. Das heißt, ab einem bestimmten Punkt in unserem sind wir nur Arschlöcher. Sind wir alles nur Arschlöcher? Wir waren nur Arschlöcher und manche Menschen entwickeln sich darüber nicht hinaus. Das ist meine Vorbereitung gewesen für diese Woche. Tschüss, oder? Schön. Jetzt ist die Frage, ob du es einfach geglaubt hast oder überprüft hast. Ich hab's einfach geglaubt, wie immer. Nee, aber wenn da Deuterostomus steht, dann weiß ich, dass es echt ist. Weil kein Mensch schreibt so ein behindertes Wort, wenn es nicht echt ist. Also wir gehen davon aus, dass im Mutterleib, während sich sozusagen kurz vor der Abtreibung... Ey, pass mal auf, ich bin hier nicht Frau Reality-Sender, okay? Ich bin hier in einem Satire-Podcast und ich muss nicht alles echt sagen, okay? Naja, aber wir müssen ja schon bei den Fakten bleiben. Ja, wir bleiben ja bei den Fakten. Unsere Fans sind Freunde von Fakten, Fakten, Fakten. Dieser Podcast könnte ja auch bei Fokus laufen. Aber ich finde, unsere Fans können auch mal wieder Freunde von Fantasie werden. Verstehst du, was ich meine? Fakten, mein Arsch, Alter. Das gibt's auch manchmal Fantasie im Leben. Und ich finde das als Idee gar nicht so... Ich sag mal so, da ist die Kritik wohl angekommen aus den YouTube-Kommentaren. Welche Kritik? Ich lese das doch gar nicht. Ich schon, ich freue mich. Ich kommentiere sogar. Ich habe ja mal Spaß. Ja? Gerade sind Leute, die immer jede Folge scheiße finden. Das heißt, die hören jede Folge. Und kommentieren, ja, das sind im Prinzip die besten Leute, weil wir haben ja gelernt, Algorithmus und so weiter, Wut, Hass, Reichweite, im Prinzip sind das die Leute, die wir brauchen. Aber sind da mehr negative oder mehr positive? Nein, das ist natürlich alles voller Liebe da. Ja, ne? Naja, also, stimmt ja, oder nein? Nein, doch wirklich. Ja? Also YouTube-Kommentare sind bei uns... Echt, dass gerade deine Brust knackt. Aber das, du kratzt. Ich kratze, weil Untertitte hat gekratzt. Okay. Die Untertitte hat gejuckt. Die Untertitte hat gejuckt. Ist das jetzt ein Fakt oder nicht? Es war ja offensichtlich ein Fakt. Ja. Aber es hat ja geknackt. Aber es gibt keine Untertitte. Das ist gelogen gewesen. Das war Fantasie. Untertitte gibt's nicht? Wo gibt's eine Untertitte? Na, die untere Teil der Titte. Der, also es gibt aber keine Titte auf unter der aufliegt. Titte. Also ich weiß nicht, wovon die Titte ist. Meine Titte liegt nicht auf dem Bauch. Aber du hast die übrigens, am nur, Knie. Du hast übrigens nur einen Busen und der Busen ist nicht die Brust. Ach so. Da machen ganz viele Menschen falsch. Der Busen ist quasi dieser Bereich hier oben zwischen den Brüsten. Das stimmt nicht. Fakt. Der Busen ist dieser Bereich, deswegen kann man nicht sagen, ich habe zwei Busen. Man hat immer nur einen Busen. Aber hast du dann auch einen Busen oder was? Im Prinzip haben Männer auch einen Busen, aber das ist natürlich nicht so ein richtiger Busen, weil das ist ein Busen, weil das sozusagen ja gewölbt ist. Ja, aber ein Busenhalter der hält ja den Busen. Naja. Doch, diesen Bereich hält er. Ja. Nee, Inge. Schatz, das hast du dir jetzt richtig. Bitte, wir werden in den YouTube-Kommentaren sehen, dass ich wie immer faktisch arbeite und du mit Fantasie. Ja, also ich finde aber, dass Fantasie ist auch wichtig. Es ist inspirierend manchmal. Zu Recht, da hast du recht. Ja gebe ich dir recht. Weil in dieser faktenverkackten Welt, wo es auch Fake-Fakten gibt. Es gibt natürlich Fake-Fakten. Und wo alle 15 Minuten, ich sag mal, Spinat hat voll viel Eisen, war auch mal ein Fakt. Jetzt kommst du denn mit so einer Geduld, ja, um dich rauszureden. Und dann hat man festgestellt, Fakt ist doch für den Arsch, weil das Komma war falsch. Also doch nicht so viel Eisen. Ich sag ja nur. Die ganze Lebensgeschichte von Popeye. Einfach. Aber einfach für den Arsch. Für den Arsch. Für den Arsch. Oh. Ja. Ich überlege, ob, wenn Popeye immer geraucht hätte, bevor die Arme dick wurden, ob man dann gedacht hätte, Rauchen ist gesund. Aber er hat doch seinen Spinat durch die Dings gezogen. Durch die Pfeife. Ja. Ja. Wie das geht, verstehe ich auch versteh nicht. Aber Fantasie. Ja, du hast recht. Ja. Und ein Comic, ne? Keine Realität. Ach so? Ist das so? Es gibt realistische Manchmal Comics. Manchmal fällt das ja nicht auf, wenn man gekifft hat, aber es ist ein Comic.
Da sitzt man vor dem Fernseher und dieser Popeye. Inge, wir müssen Pilz Honig nehmen. Dieser Popeye. Wir müssen Pilz Honig nehmen. Hast du schon mal Pilze genommen? Voll unrealistisch mit den Muskeln. Was, nee? Pilz Honig? Ob du schon mal Pilze genommen hast? Nein. Weißt du, ich habe noch nie irgendwas genommen. Weißt du, ich bin noch komplett drug-free. Bis auf die Geschichten, die ich hier erzähle über meine Aus-Versehen-Drogen-Erfahrung. Naja, da wusste ich nichts davon. Das machen wir das nächste Mal. Liebe Fans, wenn ihr dafür seid, dass ich und Ingmar Pilzschokolade oder Pilz Honig in der Show. Was ist denn Pilz? Was ist das? Das möchte ich ja, dass du es erlebst. Ist das illegal? Nö. Sicher? Oder ist es wieder so ein Fantasiefakt von dir, dass es nicht illegal ist? Also, was heißt denn jetzt illegal genau? Also die Gesichter vom Sender sagen mir, dass wir juristisch Schwierigkeiten bekommen, wenn wir Drogen hier nehmen, das stimmt die nicht. Verboten sind. Was macht denn dieser Pilzfakt? Dieser Pilzhonig. Wo kommt der her, der Fakt? Warum kennst du dich damit aus? Was ist das? Ich verstehe jetzt nicht, wovon du sprichst. Du kennst Pilze nicht? Mushrooms? Shrooms? Du hast noch nie was von Mushrooms gehört? Du hast noch nie Menschen erlebt, die auf Shrooms waren? Mit wem hängst du denn rum, möchte ich gerne mal wissen. Bestimmt schon erlebt, mit deinem Buchhalter oder was? Der ist richtig auf Mushrooms. ich habe es bestimmt schon mal erlebt, aber mir war es nicht bewusst wahrscheinlich. Ich weiß es nicht. Es macht Spaß, das ist schön. Du lachst ganz viel. Und alles verzerrt sich. Auf einmal ist Decke und Boden ist gar nicht mehr da. Rechts und links gibt es nicht mehr. Es löst sich auf. Ist das LSD oder was? Ja, es ist, also sagen wir es mal so, das ist eine Vergiftung, die den DMT in deinem Kopf gibt es ja. Wir haben ja eine DMT-Drüse, also ja, die heißt anders, die heißt Zirbeldrüse. Und die wird manipuliert durch diesen Pilz? Was heißt manipuliert? Sie wird, manipuliert würde ich so nicht sagen. Sie wird ein bisschen erweitert in der Zeit, in der du auf dieser Pilzvergiftung bist. Ja, also das macht der Körper, wenn du stirbst, wird lustig, weil dann kommt richtig Fantasy ins Spiel, weil der Körper macht das, um den Tod. Wie hoch ist das Risiko, dass man davon abhängig wird? Null. Echt, warum? Weil es einfach das ist zu intensiv, als dass man davon ab ist, keine Abhängigkeitsdrohung. Also ich kenne niemanden, der von Shrooms abhängig ist, das kannst du gar nicht so oft nehmen. Weil, also das geht nicht. Du kannst nicht jeden Tag Shrooms nehmen. Ja, wenn man drauf ist, abhängig ist, dann macht man ja Dinge, die nicht mehr Sinn ergeben. Das, ja, aber das ist man kann auch nicht jeden Tag Heroin nehmen. Und machen. Doch, es gibt Menschen, die es trotzdem machen. Es gibt Leute, die machen das, aber ja, Heroin ist nochmal anders als Shrooms. Die leben etwas anders als bitte, wir. Falls jemand abhängig von Shrooms ist, ich es falsch gesagt habe, bitte sagt mir. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendjemand von dieser Welt, von dieser Fantasy-Welt jeden Tag sich reinzieht. Da fehlt dir wohl die Fantasie. Da fehlt mir ein bisschen die Fantasy. Guck mal, wie er sich freut, weil er jetzt was Schlaues gesagt hat. Ja. Aber jemand von Drogen abhängig wird, das kann ich mir nicht vorstellen. Nein, nicht von Drogen, das sind keine Drogen. Ich verbitte mir dieses Wort. Warum ist es keine Drogen? Weil das kein Taxi dir bringt. Ja. Das ist die goldene Regel in Berlin. Es ist keine Droge, wenn es dir kein Taxi bringt. Das gefällt mir. Ja, wenn der Bus damit kommt. Ja. Das ist gut, das gefällt mir gut. Apropos Drogentrip, warst du in der Dark Matter Ausstellung? Nee, wo? Dark Matter Berlin. Kann ich nur empfehlen. Oh, wahnsinnig geile Ausstellung. Ich zeig dir mal was. Warum habe ich dir das eigentlich nicht geschickt? Ich habe das allen möglichen Menschen. Du bist doch prädestiniert dafür gewesen eigentlich. Krass. Ich zeig dir mal kurz. Ja? Dark Matter Berlin. Man läuft durch 7 dunkle Räume mit jeweils Licht-Sound-Installationen. Oh, ich stehe auf sowas. Und das auf Mushrooms, Bruder. Das zählst du nicht durch, glaube ich, wenn man das auf Mushrooms macht. Doch, das machen wir. Weil. Wir machen das, stimmt. Komm, ich zeig dir das mal hier. Okay, Comedy Central hat ja gesagt. Aber das war's? Mehr nicht? Na, was siehst du denn? Sehr Lagerfeuer. Das ist kein Lagerfeuer. Ja, das weiß ich doch, weil es sind irgendwelche Lichtstäbe. Das ist eine Installation. Das ist eine Installation, genau. Und diese Lichtstäbe heucheln ein Lagerfeuer. Aber es qualmt. Ja, aber das qualmt. Mein Diffuser von Öl qualmt auch. Oh, das ist schön. Aber das musst du auf DMT machen, Bruder. Das ist das Gehirn. Neuronale Strukturen sehe ich gleich. Sehe ich sofort. Du musst den Leuten das auch zeigen. Ja, die sollen da alle hingehen. Ich zeig dir noch diesen. Ich habe das gepostet und da dachten alle, es wäre auf einer Leinwand oder so ein Screen, aber das ist halt im Raum. Es ist mitten im Raum. Eine Installation aus so Licht. Stell dir vor, deine Zirbeldrüse dreht richtig am Rad. Ja, deswegen muss ich da gerade dran denken. Und du denkst, du bist im Kreis. Also, absolut geile Ausstellung. Es gibt zum Schluss so ein Soundroom, da sind so Leitern, Tonleitern heißt das. Und mit diesen Tonleitern kann man Musik machen, je nachdem, welche Stufe man berührt. So. Das ist richtig geil. Und dann gibt es einen Raum, in dem man liegt, wo die Lichtinstallation quasi über einem schwebt und nach unten kommt und sich nach oben bewegt und die Musik bedrohlich. Also,
sehr, sehr intensiv. Licht ist ja das, was wir beide, da sind wir ja... Ja, und es ist die Isolation sozusagen im dunklen Raum, auf Dark Matters, auf eben die bestimmten Lichtkunstgebilde und so weiter. Richtig. Also eine absolute Empfehlung von mir als Kunstliebhaber und Fachmann, die Dark Matter-Ausstellung in Berlin. Ja, als Faktenmann, Dark Matter-Ausstellung Berlin, hat nichts mit Fantasie zu tun, es sind alle Fakten. Kunst generell hat nur was mit Fakten zu tun. Ja, ich muss das jetzt sagen, weil du immer so einen auf Dings machst. Ey, jetzt reicht's aber auch mal. Bla, bla. Anstatt zu sagen... Immer dieselbe Scheiße. Ja, immer dieselbe. Weil du kommst mit dieser... immer selbe. So. Ja, so sieht es aus, wenn Inge und ich uns streiten. Dürfen wir eigentlich schon... ja. Dürfen wir ja denn schon sagen, was wir am 23. November machen werden? Ich glaube nicht. Ich glaube, das dürfen wir gar nicht sagen. Dürfen wir schon sagen, dass die Leute sich den 23. Leute, die diesen Podcast mögen und aus Berlin sind, müssen sich eigentlich den 23.11. 23, ist es doch der 23.11.? Ich glaube, das ist der, aber jetzt sagst du, weißt du auch nicht genau, wa? Ich kann direkt nachgucken. 23. Ja, eben. Im Gegensatz zu dir? Doch, sie sagt ja, sie sagt ja. Unser Team sagt ja. Im Gegensatz zu dir, wie er mich das. Es ist der 23.11. Den Abend des 23.11. sollten sich alle Fans dieses Podcasts schon mal markieren, freihalten. Ja. Weil wir ändern mein Image. Ich werde jetzt sexy. Mit Ausschnitt und ich sag mal Absatz so, es könnte sein, dass ihr den Abend mit uns verbringen könnt. Ja, und wenn das geht, dann wäre richtig Jackpot. Aber wir dürfen jetzt nicht schnell. Wir dürfen nicht eins verraten. Wir dürfen gar nichts verraten. Wir haben wieder aus der Rubrik Wisch bestellt. Was haben wir da, Inge? Das sind zwei Päckchen. Der Sender bestellt uns über Wisch einfach irgendwelche Sachen und die packen wir dann aus. Ihr könnt das gerne auch machen, wenn ihr wollt. Also erstmal wollten wir wissen, ob ihr das wollt. Wenn wir eine Wischliste machen sollen, dann... Hä? Was hast du denn da? Schon wieder was auch aus China. Wieder was für Finger? Keine Erklärung. Finger Pull Ring. Take Blue. Das letzte war ja so ein bisschen auch für Halloween, ne? Ja, Halloween kommt ja jetzt auch. Warte, ich muss das auspacken. Für alle, die jetzt knistern, nicht hören können, tut es mir leid. Echt? Gibt es Leute, die das nicht verkraften? Es gibt Leute, die kraften nicht. Oh, ihr seid alle so eine... Wir müssen echt alle mal an eurer Resilienz arbeiten. Wirklich, ey. Unfassbar. Viel zu sensibel. Was? Ich weiß nicht mal, was das sein soll, was ich hier bekommen habe. Was hast du gekriegt? Gibt es irgendeine Erklärung da drin? Es gibt keine Erklärung. Ich habe was mit Finger gekriegt wieder. Du hast was für Fingern? Ja. Ich habe wieder was für Finger, aber das ist ein Trainingsgerät. Man kennt dich. Das ist ein Trainingsgerät. Aber ich weiß nicht, was das sein soll. Oh, jetzt weiß ich. Das ist zum Trainieren. Was trainiert man denn damit? Du trainierst deine Hand damit. Und zwar... Fisting-Vorbereitung. Nein. Nee, überhaupt nicht. genau. Absolut, Edel. Was ist das denn? Ich weiß nicht, was es ist. Tesafilm. Tesafilm. Man bestellt doch nicht aus China Tesafilm. Das wäre ökologisch wirklich eine Katastrophe. Zeig mal. Aber was soll haben wir denn Tesafilm selbst? Aber wahrscheinlich ist das sowas Hartklebendes, oder? Nee, das geht doch nicht. Das ist richtig Tesafilm. Damit klebe ich dich ein und mache eine Mumie aus dir. Warte, ich hab's auch gleich. Ah, ich hab's. So. Zeig mal. Nee. Hä? Zeig mal, was ist das? Nein, Ingmar. Nein, das ist nicht. Nein, die Zeiten, obwohl wir die 30er wieder haben, das ist vorbei, Schatz. Das ist erstmal durch. Ah, hier ist okay, es. Ja, okay. Das klebt einfach sehr, sehr gut. Nee, glaube ich nicht. Meinst du nicht? Es riecht nach nichts. Es ist sinnlos. Was ist das? Kann ich mir damit die Beine rasieren? Inge, mach mal um deinen Schniedel. Um meinen Schniedel? Ja, mach mal Schniedel. Ich hab's mir jetzt um den Kopf gewickelt. Das ist wahrscheinlich eine Katastrophe, wenn ich es mir gleich wieder abmachen will. Alter, das ist jetzt schon unangenehm. Wenn du so aussiehst, das ist auch... Hallo, Inge! Ey, krass, Ingmar, nicht schlecht. Lass mal die Sendung so machen. Edel? Ey, gerade mit der Nase. Mein Eindruck in den letzten Wochen ist... Du siehst mich schlecht. Ja? Dass du mich nicht mehr ernst nimmst. Das stimmt gar nicht. Du bist der Faktencheck. Ich kann dich nur ernst nehmen. Mein Eindruck ist auch, dass wir beide uns mal ernsthaft unterhalten sollen. Ja. Was machst du denn da? Push-up dann raus? Ich dachte, ich mach das so. Ich klinge, das Schlimme ist jetzt im Radio, oder wenn man nur hört, dann klinge ich... Man sieht nicht, was wir machen. Da fällt mir was. Also Ingmar hat sich sein Gesicht getaped, wie so ein Schwachi. Naja, Idyllik tapet sich die Möpse. Mach mir mal ein Foto, weil sonst weiß ich selber gar nicht, lieber nicht, wie ich aussehe. Ja. Interessiert mich jetzt. Also ich finde, das ist jetzt auch ein bisschen optimiert. Das ist jetzt wirklich für die Hörleute, ist das wirklich enttäuschend. Ist ein bisschen enttäuschend. Aber ich hab so ein Fingerdings gekriegt und kann damit trainieren gehen, wenn ich möchte. Wozu macht man das? Wer bestellt sowas? Ey, ganz ehrlich, ich werd sauer. Bestellt nicht so eine Scheiße. Könnt ihr was bestellen, was ich mit nach Hause nehmen kann und was Sinn macht? Ich habe mich so gefreut auf diese Bestellerei und ich dachte endlich mal umsonst Geschenke und dann bestellt ihr so seltsame Sachen.
So. Ja. Ja. Ja, schön. Da fällt mir ein, das ist mir furchtbar passiert. Ich habe ja lange eine Radioshow gemacht. Ja. Und wenn man so spricht, wie ich jetzt gerade spricht, dann klingt das so, als hätte man Hasenscharte gehabt. Aber hast du ja gar nicht. Habe ich gerade. Und für alle Leute, die Hasenscharte haben, das ist nichts, um sich lächerlich zu machen. Null. Ich sag nur. Jetzt pass auf, da ist mir was Furchtbares passiert. Das war mir furchtbar unangenehm. Kann und ich habe mich hinterher entschuldigt. Nein, pass auf. Jemand hat im Radio, als ich meine Morningshow gemacht habe, gab es in den Nachrichten einen O-Ton von einem Politiker und der hat sich geäußert zu irgendwas. Und der hat so gesprochen. Es kann doch nicht sein, dass in Berlin der Senat es nicht hinbekommt, dieses und jenes so umzusetzen. Aber irgendwie mit den Lippen, so. Das sieht gut aus. Pass auf, und dann habe ich diesen Ton gehört, haben den live kommentiert mit: Kann das sein, dass der Mann Schnupfen hat oder sehr starke Polypen? Inge, ich kann mich nicht konzentrieren auf das, was du sagst, wenn du so aussiehst. Und dann haben wir alle gelacht. Ja. Und nach der Sendung hat uns der Chef gesagt, der Mann hatte nicht Schnupfen und Polypen, der Mann hat Hasenscharte. Und das, was ihr heute gemacht habt, ist eine Katastrophe. Ist eine Katastrophe auch, ne? Und da habe ich mich wirklich schlecht gefühlt, muss ich sagen. Weil man denkt da sozusagen als privilegierter weißer Arschkopf gar nicht drüber nach, dass ja Menschen auch mit Hasenscharte geworden sein können und ihr Leben lang darüber gekämpft haben. Ja, ernst genommen und du machst dich darüber lustig. Und ich mache mich darüber lustig. Wir müssen einfach uns nur mehr über weiße und über weiße Privilegien lustig machen. Das sehr gerne. Das machen wir, das machen wir. Sehr aber gerne. Kannst du es jetzt abmachen, sonst rast ich aus. Ich bin mir nicht sicher, ob das geht. Okay, warte, ich mach. Nee, ich weiß nicht. Ich mach schon. Bevor ich komme. Bevor Inel kommt und mir irgendwas aus dem Gesicht reißt. Das ist natürlich, Das ist aber schon unangenehm. Wenn ihr das gesehen hättet und wie er sich die Nase, Mann, ja, die schöne schön. Nase ist doch jetzt für den Arsch. Mein Ohr. Alter, wenn ich, geil. Ey, wenn Inge Schmerzen hat, ist für mich Weihnachten. Wie Niki Lauda gerade, mein Ohr, aua. Sag es so. Hast du dir das Zeug auf die Brüste geklebt? Nein, du bist in letzter Zeit so sehr brustfixiert. Gar das nicht schon mal gesagt, dass du sehr oft mit deinen Brüsten rede in der Sendung mit meinen Brüsten über meine redest, Brüste. Aber du fässt sie an. Darf ich meine Brüste nicht anfassen? Ich finde die voll schön. Ja, ich freue mich voll, dass ich die habe. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass du am Anfang vor mir Brüste berührt hättest. Ja, aber warum? Was ist jetzt daran? Hat sich so verändert. Hat sich verändert. Ja, aber du kommst ja auch hierher und weiß ich auch nicht. Was? Du nutzt die Penispfeife. Nee, was war jetzt mal ohne Scheiß? Was ist daran irritierend? Männer sitzen damit oben ohne. Na, für mich ist es einfach ein Vertrauensbeweis. Ist auch ein Vertrauensbeweis. So. Du könntest natürlich auch oben ohne sitzen, aber das wird der Sender. Es ist pure Liebe, dass ich mir an die Brüste fasse, während du dabei bist. Ich überlege ganz vorüber, ich wollte über irgendwas Bestimmtes mit dir reden, ich habe das schon wieder vergessen. Das ist völlig normal. Viele Frauen dürfen sich ja wohl an die Titten fassen, Alter. Das ist ja wohl unser Grundrecht. Ja, was für ein Jahr. Das heißt, Idyll machst du gut, weiter so. So musstet mehr, ein bisschen mehr Enthusiasmus, bitte. Du hast, wir haben, weißt du, worüber? Ja, sag mal, Schatz. Nicht mehr geredet haben, seit es passiert ist, die Wahl. Wahrscheinlich waren wir auch so drüber einfach, weil wir so lange darüber geredet haben. Aber vorneweg, dass wir du einfach hast recht, ich wollte gestern, habe ich an dich gedacht und dachte, das ist die erste Frage, die ich dir stelle. Siehste, wir haben Ampel oder Jamaika? Ampel natürlich. Jamaika wird nicht passieren. Ist doch durch. Rot, gelb, grün. Das ist die Ampel, richtig Idyll. Politik mit Idyll und Ingmar. Genau. Ja, also Willkommen. Warum ich glaub, man aber hat nicht uns, Jamaika? Warte mal, ich glaube, man hat uns ein bisschen an der Nase rumgeführt bei FDP und Grün, weil ich glaube, die haben im stillen Kämmerlein viel, viel früher schon geprüft, was miteinander geht und was nicht geht. Ja. Und dieses im Wahlkampf, also es ist unvorstellbar, dass wir irgendwas miteinander zu tun haben könnten, das war alles Show. Ja. Und weil so schnell, wie man sozusagen danach zueinander gefunden hat und auch wie koordiniert man danach, und das fand ich, das war so aber geil. Aber warum nicht Jamaika? Ich möchte Warte, das war so geil, dass die auf einmal alle vier auf dem Foto waren, auf allen vier Profilen, wie durchorchestriert das war, wo ich dachte, die sind schon sehr professionell. Und das geht eigentlich nur, wenn man sich sehr sicher ist. Aha. Weißt du? Das kann man ja nicht machen, wenn man in 3 Wochen gescheitert ist und sich verkracht. Das macht man nur, wenn man weiß, wir haben einen Plan. Na, vor allen Dingen haben wir ja das letzte Mal auch gesehen, was FDP macht. Ne? FDP regiert ja lieber gar nicht als schlecht. Deswegen denke ich, dass diesmal der Plan relativ klar ist, dass man regiert. Ja. Ja. Und jetzt gehen sie halt zusammen zu Olaf. Und der gilt ja sozusagen als knallharter Verhandlungsführer. Also bin ich mal gespannt, was da raus wird. Olaf Scholz. Data Scholz. Ja, Data. Wir kriegen Data als Kanzler. Ja, es ist aber Data.
Wir kriegen den ohne Emotionen. Wenn Deutschland irgendwas verdient hat, dann ist es Data als Data. Kanzler. So. Na gut, aber vielleicht auch nicht die schlechteste Variante. Was spricht denn für Jamaika? Warum sollte die CDU... Korruption spricht für Jamaika. Ja, aber da würden sich doch die Grünen und die FDP, die würden sich doch beide sozusagen in beide Knie schießen, wenn sie jetzt den Armin noch zum Kanzler hieven. Ja, Armin soll ja generell durch sein. Ja, aber Armins letzte Chance ist, dass er Jamaika hinbekommt. Also, wenn er das nicht hinbekommt, dann ist er raus. Der ist einfach weg. Er kriegt Jamaika nicht. Natürlich nicht. Alle. Der macht den Schulz. Aber ich habe gehört, er darf nicht mal mehr NRW machen. Nee, das hat er ja vorher schon gesagt. Dass er nicht mehr NRW macht? Dass er, wenn er sozusagen Kanzlerkandidat ist, dann ist NRW für ihn durch und so weiter. Und der ist einfach durch. Der wird raus sein. Der aber ist politisch warum weg. Wollte er raus sein? Oder ist er jetzt komplett weg? Oder naja, ist er muss wieder ja dieser Kiffer-Rücktritt? Guck mal, naja, Moment, wenn er hätte Kanzler werden wollen, dann kann er natürlich nicht gleichzeitig Ministerpräsident werden. Das heißt, er muss schon dafür sorgen, dass jemand da ist, der das übernimmt oder ihm folgt. So, in dem Moment, wo irgendjemand das verspricht, dass der sozusagen sein Nachfolger ist, sobald die Wahl durch ist, gibt es für ihn kein Zurück mehr dahin. Ja? Er könnte jetzt natürlich sagen, ich bestehe darauf, dass ich Ministerpräsident bleibe, weil ich irgendwie noch härter an der Macht klebe, als alle schon vermuten. Ja. Das wäre sozusagen der letzte Arschloch-Move vom Armin. ich gebe zu, ganz unvorstellbar ist es nicht. Aber ich glaube, das würde ihn innerhalb der CDU schon extreme Probleme bringen. Ich finde es auch so ein Wahnsinn, wenn du dir das überlegst. Im Prinzip, die CDU... Oder anders, ich glaube, einen erfolgreichen Wahlkampf kann man nur machen, wenn man die eigene Position der eigenen Partei und der Mitglieder richtig analysiert. Und ich glaube, die SPD hat das richtig gemacht, hat erkannt, wo sie steht und was sie kann und was sie nicht kann. Und hat dementsprechend Wahlkampf gemacht. Ich finde, gemacht. Du interpretierst ein bisschen viel. Findest du? Nein, lass mich ausreden. Weil die haben auch aus dem Desaster von vor 4 Jahren sozusagen gelernt und haben einen ziemlich guten Wahlkampf gefahren. Die CDU hat sich, glaube ich, selbst völlig anders eingeschätzt, als sie in der Bevölkerung wahrgenommen wird und hat auch ihre Machtposition anders eingeschätzt, weil sie geblendet sind von dieser Macht, von dieser auch Beliebtheit und der Zusammenführung dieser Macht, die Merkel hatte. Soll ich dir was sagen? Ja, komm. Ich glaube, diese Rizzo-Videos haben sehr viel dazu beigetragen, dass die CDU richtig einen in die Fresse gekriegt hat. Ja. Ich glaube, dass tatsächlich Menschen wie eben unser Gott sei Dank gibt es ihren Rizzo. Hör mir zu, Ingmar. Ja, ich will auch mal fürs Trainieren. Naja, aber doch nicht, während ich rede. Oder beziehungsweise, ja, aber hör mir trotzdem zu. Trainiere aber trotzdem. So, und ich denke mal, er hat ja nicht Zerstörung der SPD gemacht. Er hat auch nicht Zerstörung der Grünen gemacht. Und ich finde, tatsächlich hat ein Millionenpublikum, dieser Junge. Mhm. Das ist jetzt nicht gerade wenig. Mhm. Ich glaube, dass das viel dazu beigetragen hat, dass, also man kann, liebe Leute, gerade solche Sachen wie eben der geschätzte Rizzo macht, nicht ganz so ignorieren und dann sich irgendwo hinsetzen und sagen, das interessiert mich nicht, was der macht. Der Typ hat das nicht recherchiert, weil ihm langweilig ist, sondern weil er sich genauso Gedanken um dieses Land macht. und ich finde, das sollte man auch mal anerkennen. Aber was du meinst, ist ja, das ist ja der Umgang der CDU damit. Richtig. Ja, ja. Also es ist der Umgang der CDU, wen du fragst, ne? wie sie darauf reagieren, tun sie ihn ab und nennen ihn einen kleinen Schlumpf oder sowas, was er nicht ist. Sondern er hat uns da wirklich einen großen Gefallen getan. Jetzt ist die Frage, und meine Frage an dich. Ah. Ist die SPD so weit gekommen, weil die CDU verkackt hat? Mhm. Ist das der Grund? Ist ja mal so, ne? Wenn einer verkackt, sieht der andere besser aus. Ja. Nee, ich glaube, das wollte ich ja gerade ausführen, bevor du kamst. Ich führe nochmal aus. Ich glaube, dass die SPD da ist, weil sie die einzige Partei ist von den dreien, die einen Kanzlerkandidat aufgestellt haben, die ihre eigene Situation richtig eingeschätzt hat. Aber was meinst du mit eigene Situation richtig eingeschätzt? Die SPD wusste ganz genau, wo sie steht, welche Probleme sie hat, arbeitet seit 4 Jahren daran, das irgendwie alles in den Griff zu bekommen. Sie haben sozusagen auf Landesebene immer mal wieder die Chance gesehen und genutzt, über starke Persönlichkeiten zu punkten. Manuela Schwesig zum Beispiel. Stimmt. Fast 40% geholt. Oh, Schwesig ist aber auch und, gut. Und das sind so Leute. Den kann man aber auch noch glauben. Genau. Und siehst du, da sagst du nämlich was. Dann haben sie Leute wie Kühnert, die nachrücken und nachschieben. Stimmt, Kühnert und so. Auch guter Junge. Ich habe ihn mal getroffen, der ist Jackpot. Und die sind halt, die haben halt dran gearbeitet, das muss man sagen. Und die wissen, dass sie sozusagen mit dem Arsch zur Wand standen und das, was passieren muss. Oh, kann Ötzi mir auch der Blöde. Und der Unterschied ist einfach, wie gesagt, die CDU hat sich knallhart überschätzt und die Grünen, andersrum, haben sich knallhart unterschätzt. Die Grünen waren einfach nicht darauf vorbereitet, dass sie tatsächlich stärkste Kraft werden könnten. Und dementsprechend war ihr Wahlkampf auch nicht effizient. Das kann ich verstehen, das ist ein bisschen wie meine Karriere.
Möglich. Ich hätte nie gedacht, dass aus mir mal aber was dieses, wird. Also aber dieser verstolperte Wahlkampf, den sie gemacht haben, und sind ja trotzdem noch stärkster Gewinner, das muss ich überlegen. Die gehen ja trotzdem mit was 15,5 oder 16%, ist immer noch 7-8% mehr als davor. Ist schon krass. Aber wenn man sich überlegt, dass sie zwischendrin mal stärkste Kraft waren mit 28% in den Umfragen und nicht bevor Frau Baerbock zur Kanzlerkandidatin ausgerufen wurde, sondern danach, wo du siehst, die Leute waren willig. Mhm. Ich glaube, das ist ein historischer Moment, der da verspielt wurde. Mhm. Die Leute waren nämlich willig nach etwas Neuem tatsächlich und gesagt, wir probieren das aus. Ja, aber Ingmar, du hast diese Baerbock-Sache, da bin ich sauer auf dich. Warte. Mach. Und dann, das habe ich ja nicht gemacht. Ich bin ja nur Überbringer der Message. Da kannst du mir nicht die Schuld für geben. Doch, du hast gesagt, dass die das nicht machen wegen Sexismus. Und ich glaube mir, da ist eine ganze Portion Sexismus bei der Baerbock dabei. Ich glaube das nicht, dass das einfach nur so, sie hat ein Komma O, sie hat ein, wer ein Buch falsch liest. Was ist das für ein Schwachsinn? Nein. Ich glaube, also natürlich spielt das auch eine Rolle. Ich würde dir zustimmen, aber es ist am Ende nicht der entscheidende Punkt. Ja, aber der entscheidende Punkt kann doch nicht sein, dass sie irgendwie gesagt hat, man schreibt Bücher nicht alleine. Das kann doch nicht der entscheidende Punkt sein. Der entscheidende Punkt bei Armin war, dass er wie so ein Trottel im Hintergrund gelacht hat. Das ist doch. Aber das sind doch keine Inhalte, aber, Leute. Nein, das ist doch, natürlich nicht. Das ist doch das grausam. Wo sind wir denn hier? Wo sind wir? Wir sind in einer Medienwelt. Also Erdogan macht vielleicht so Wahlkampf. Naja, aber was ist denn das? Das doch, die kann man doch nicht machen, ey. Man muss doch ein bisschen Inhalte pushen. Ja, aber wir haben doch in diesem Wahlkampf wahnsinnig wenig über Inhalte gesprochen. Ja, gar nicht. Ja, so. Wie gesagt, ich kann dir nur sagen, was mein Eindruck ist und warum das passiert ist. So. Und ich glaube, dass die SPD die einzige aus dieser Truppe war, die einen konsequenten, klaren Wahlkampf gemacht haben. Soll ich dir sagen, was ich glaube? Fragst du mich bitte auch mal? Warte, sofort. Und sie haben den Vorteil, dass die CDU zu blöd war oder im Größenwahn war oder gedacht hat, das geht ja alles ohne Merkel, wir wollen mit Merkel nichts zu tun haben, Merkel muss ja auch weg, bla 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 bla. Und Laschet versucht hat, ohne die Wahlkampf zu machen. Und am Ende Olaf Scholz derjenige ist, der mit dem Merkel-Ticket ins Kanzleramt kommt, weil der sie verkauft hat als, wenn ihr noch ein bisschen Merkel wollt... Yeah. Dann mich. Yeah. So, und wie dumm man sein muss. So, jetzt frage ich, was sollte ich dich fragen? Du, guck mal, ey, wie ich dich null interessiere. Und das doch, ist das Problem der meisten Beziehungen in Deutschland 2021. Nee, ich glaube, dass die Menschen sich in Beziehungen, interessieren sich die Menschen zu viel füreinander. Das ist das Problem. Meinst du? Ja, die Menschen interessieren sich zu viel. Man könnte den Partner auch einfach mal zufrieden lassen. So. Den wen? Jetzt den Paten? Den Partner. Den Partner. Ich bin mit dem Paten zusammen. Den Partner einfach mal zufrieden lassen. Du warst nicht da, als meine Tochter verheiratet wurde. Was? Du warst nicht da, als mein Hund gestorben ist. Jetzt brauchst du Hilfe. Aber wie? Hubi lebt doch noch, oder? Na klar. Ja, mach nicht ich hab nur, nein, ich hab nur gerade Marlon Brando ist nur Weltklasse. Wegen der Krähe. Das muss auch mal irgendwann Schluss Marlon sein Brando. Mit der Feder. Was wolltest du denn jetzt zur CDU nochmal sagen? Also ich wollte sagen, ganz einfach, du hast gar keine Wahl gehabt. Doch, schlimmer als, was hättest du denn wählen können? Die SPD hast du genommen, weil immer noch das kleinere Übel der, gegenüber der CDU ist. So. Die wirkliche Katastrophe ist ja eigentlich so der Abgang links. Ja, das tut mir auch leid. Also nicht, dass ich... Doch, mir tut es ein bisschen leid, weil ganz ehrlich, die Linken in Berlin machen kommunal gute Arbeit. Das kann ich nicht anders sagen. Ich weiß nicht, wie es mit den Spitzenkandidaten ist, aber ich habe sie hier ein bisschen erleben und sehen dürfen und das sind tolle Leute bei den Linken. Ganz ehrlich, tut mir leid, muss ich sagen jetzt. Kommunal in Berlin seid ihr Jackpot. Die Frage ist, warum sie auf Bundesebene nicht mal tolle Leute benutzen oder haben. Ja, weil sie halt ständig also, so eine Wagenknecht dann mit so einer Wagenknecht kommen, die ich ja mal ganz toll finde und die mich bitterlich enttäuscht hat. Weil ich weiß, was Rassismus ist. Als Halb-Iranerin finde ich, könntest du dich dafür mal interessieren. Aber gut, lassen wir es damit. Und dann bringt sie so eine... Mann, die ist nur noch auf Oscar Lafontaine, die ist nur noch auf Rollstuhl schieben, die ist nicht mehr im Kopf irgendwo noch... Quatsch, auch immer dieselbe Scheiße, null Entwicklung. Linksideologisches Pflegepersonal. Ja, im Prinzip schon. Was den Linken, glaube ich, nicht so gut getan hat. Das stimmt. Das also hätten auch. Sie irgendwie was Freshet nehmen aber wo können. Sind denn, ja, das ist die Frage, wo sind denn die Freshen? Gibt es denn irgendeine Freshen? Guck mal, selbst Gysi musste ja nochmal ran, um Direktmandat zu holen und so weiter. Ja. Weil niemand sonst da ist. Na gut, manchmal braucht man ja auch ein bisschen Zeit, um sich wieder neu zu finden. Also zum Beispiel wie bei mir. Mhm. Ich brauche ja auch ein bisschen Zeit. Das heißt, diese Wahl bin ich vielleicht nicht. Aber wie viel Zeit haben wir denn? Wahl. Wenn diese, guck mal, die Linken verlieren... Ja, also sozusagen sie müssen sich neu formulieren, Ingmar. Das geht nicht über Nacht. Formieren, meinst du? Formieren. Nee, sie müssen sich neu formulieren. Wer sind sie jetzt? Mhm.
Weil ich meine, Kapitalismuskritik natürlich, aber das ist es halt nicht nur. Also wo sind die intersektionalen Zusammenhänge? Wo sind die Zusammenhänge? Und das ist eben das, was ein Problem ist. Du kannst es den Leuten nicht mehr erklären so. Du kannst nicht nur sagen, oh, Reichen besteuern, Reichen besteuern, Reichen besteuern. Es muss mal ein bisschen eine andere Sache, ein bisschen andere, also das heißt, inwiefern, also die Möglichkeiten zu gucken, inwiefern tatsächlich greift denn das mit dem Geld, in wie viele gesellschaftliche Teile und Organe und weiß ich nicht wo. Und ich glaube, das Hauptproblem ist, dass sie nie eine Antwort darauf gefunden haben, wie sie ihr Wählerklientel verlieren konnten an die AfD. Oh ja, da sagst du jetzt was. Oh, da sagst du jetzt was. Weil das, wir hatten das ja auch schon mal, dass ehemalige linke Hochburgen im Osten gerade mittlerweile in fester Hand sind der AfD. Oh, und das sagst du was. Ist doch, da würde ich doch als linker Politiker würde ich doch sagen, Moment. Ich trinke mal Buttermilch. Ja, ich trinke mal Buttermilch. Mhm. Butter Lindner, Christian Lindner. Mhm. Das ist doch eigentlich die große Frage, wie das passieren konnte und warum dieser Prozess nicht frühzeitig erkannt wurde. Jetzt steht die AfD irgendwie bei Bundestagswahlen in Thüringen oder beziehungsweise in Sachsen, irgendwie fast 30% wählen das da. Ein also Drittel der Bevölkerung. Eigentlich Sachsen ist ganz komplett, ne? Ja. Eigentlich ist es komplett, oder? Ja, na, komplett nicht. In den großen Städten, also so urbaner es wird, umso schwächer wird die AfD, das ist immer dasselbe Spiel. Ja. Aber du hast halt große Landstriche, wo die quasi dominant sind. Ja, so. Ja. Und da ist halt da ist einfach die große, was machen wir denn damit? Und am Ende wird es ja schon nochmal spannend, wenn das Bundesverfassungsgericht auf den Trichter kommt, diese Partei ist tatsächlich nicht verfassungskonform, wir verbieten die. Wie verbietet man eine Partei, die 10% deutschlandweit hat und 30% im Osten? Also in Sachsen. Spaß, ja. Spaß, es wird nicht abgedacht. Nicht schon wieder Dings hier gleich. Es ist eine Satire-Show. Jetzt hat noch gar niemand was gesagt. Ja, aber ich kenne doch, ich weiß es doch gleich wieder, wer angegriffen werden, Alter. Ihr könnt mich nicht angreifen. Ja, weiter. Ja. Was macht man? Kann man das trotzdem machen? Kann man dann sagen, okay, egal wie viel das wählen? Ja, man wandelt die einfach zu einem volkstümlichen Club um, sowas wie Kegelclub, sowas wie Schützenfest, Schützenverein. Und dann ist es ja im Prinzip, die dürfen ja, ich sage ja nicht, dass die AfD, wenn die unbedingt jemand haben will, aber nicht in der Politik. Ja. Im Entertainment, ja, ja. Okay, ja. Entertainment, das dann stimmt. Da vielleicht. Das vielleicht. Die aber nicht in der Politik. Die Bundespressekonferenz mit Weidel, so. Kropala und Meuthen war sehr unterhaltsam. Na also. Weil sie sich alle gegenseitig gehasst haben und man es gesehen haben. Genau. Und das ist ehrlich gesagt aber etwas, wenn ich ehrlich bin, macht mir das Angst. Weil? Weil das bedeutet, wenn jemand kommt, der charismatisch auftritt, der seriös auftritt. Ja, dann sind wir am Arsch. Dann sind wir am Arsch. Ja. Dann gibt es ein echtes Problem. Gut. Warten wir mal ab, wir haben ja noch ein bisschen. Ich habe ja gehört, die Geschichte wiederholt sich. So haben meine Geschichtslehrer immer angefangen. Geschichte ist deshalb Geschichte, weil sie sich immer wieder wiederholt. Das ist schon abtört. Jetzt lachen wir. Lach mal lieber jetzt, weil später haben wir nicht mehr. Wollen wir sagen, ist er mit dem Hitlergruß reingekommen, als er das gesagt hat? Oder? Wer? Der Lehrer. Nee. Auf so einer Schule war ich ja nicht. Weißt du? Da war ich ja gar nicht. Ach, nee, also gut, jetzt also CDU, das können wir, die selbst wissen auch. Warum hat denn dann Laschet gesagt, dass unter der Führung der CDU eine Regierung gebildet wird? Das habe ich nicht verstanden. Meinst du, war Schock? Ja, klar. Es war so der von wegen der König, der einfach nicht glauben kann, dass er nicht mehr König ist. Des Kaisers nackte Kleider, wie sagt man? Ja, also er steht da nackig, kann einfach nicht fassen, dass er nackig ist. Und keiner sagt es, genau. Und keiner sagt es. Das war ein Schock. Ne? Ja, natürlich. Das war so ein, ich kann es nicht verstehen. Weil sie ist das, und das ist das Verrückte. Und das sage ich ja, deswegen, die haben ihre Situation überhaupt nicht erkannt. Ja. Sie glauben, in Teilen glauben sie bis heute wahrscheinlich nicht, was passiert ist. Und dass sie keine, wie sagt man, keine Volkspartei sind mehr. Sie hätten Assassination machen müssen. Was? Sie hätten Assassination im Sinne von, also sie hätten sich richtig mit Rizzo beschäftigen müssen, dann wären sie da rausgekommen. Aber sie sind zu doof gewesen, anstatt sie haben ja auch, die haben ja auch niemanden, auch bei den Jungen, weil selbst die Jungen tun ja so, als wären sie alt, damit sie bei der alten bei dem alten Wählerklientel punkten. Ja, zum Beispiel Amthor, Flipsi, Kubala und so, wie die ganzen Vögel da heißen und so. Die sind ja optisch alle schon 60, obwohl sie Anfang 20 sind. Ja. Oder spätestens mit Mitte 30. Der will Opa sein. Die der wollen, will das. Genau. Das weil ist sein sie Ziel denken, gewesen, Opa so. Zu sein. Und deswegen, weißt du, was passieren wird? Wer der nächste große, mächtige Mann wird? Sag. Jens Spahn. Ey, wenn du das nochmal sagst, schlage ich dich. Ich hau dir in die Fresse. Noch einmal sagst du sowas. Das kann nicht wahr sein. Das darf nicht sein. Das sind Dinge, über die, nein, das ist schlimmer. Das ist richtig fui, was du sagst. Auf gar keinen Fall wird Jens Spahn hier irgendwas in diesem Land. Jens Spahn wird der Nachfolger von Armin Laschet als CDU-Chef. Spahn will die Macht, stimmt. Ja.
Er will. Ne? Spahn will die Macht. Und nein, der, aber und der er hat die betrogen. Macht. Er hat Maskenskandal gemacht. Wir dürfen das nicht machen. Wen interessiert das, Edel? Meinst du, was könntest du jetzt damit anstellen? Fürs Fisten haben wir ja mit der Hand trainiert. Okay, aber. Tschüss, das ist dieser Batman-Style. Ja. Diese zarten Finger. Deine Finger sind viel zarter als meine. Ich hab wirklich zarte Hände. Du hast wirklich zarte Hände. Oh mein Gott, meine sind Reibeisen dagegen. Ja. Nie gearbeitet. Oh mein Gott. Krass, ey, ja, was ich durchgemacht habe, mein Leben. Aber mich schreit ihr an. Oh, das ist aber wirklich. Das ist ja wie Waxing gerade hier, dieses. Brazilian Waxing, so würde ich meine nächste Show nennen. Brazilian Waxing? Brazilian Waxing. Warum ist Gillette Eiche ist ja schon so rasiert. Ich denke, du machst gerne Rasier. Ja, ich weiß doch auch nicht, was ich mache oder nicht. Ich weiß, wer ich bin. Kaum ist die Menschheit weg, fängst du wieder an mit Gillette Eiche. Ich weiß es Hör auf doch damit. Auch nicht. Niemand will das. Doch, alle wollen. Wer denn? Schreib's bitte in die alle Kommentare. Alle Kanaken wollen. Nein, niemand will Gillette. Doch, wollen. Die wollen Idel. Die wollen dich. Keiner authentisch. Will Idel. Alle wollen nur Idel. Nur du willst Idel. Ich ja auch, aber alle. Sonst wollen die alle mal nur diese. Egal. Ja. Gehen wir weiter. Also. Wir kriegen eine Ampel. Fertig. Wenn wir eine Ampel kriegen, wird Olaf. Olaf wird Kanzler. Vize wird Habeck. Finanzminister wird Lindner. Innenminister wird Cem Özdemir. Wer gibt das Kiffen frei? Gute Frage. Das muss jetzt passieren. Das wird kommen. Also wir brauchen wenn wir eine Ampel kriegen, ja. kriegen wir Kiffen frei. Ja. Das wird kommen. Also müssen wir. Ja, weil ja alle drei für legalized sind. Also ich kenne schon Leute, die kompletten Laden schon längst, den brauchst du nur sagen, jetzt. Dann sind die drinne, dann verkaufen die ihre Sachen. Die haben schon alles fertig. Es wird kommen. Ja, muss auch kommen. Muss kommen. Nach Amerika muss das kommen. Und in Amerika und übrigens. Das ist doch das Tolle an der Ampel ist, dass wir alle nur Vorteile davon haben. Kiffen kommt, Autobahn bleibt so schnell, wie wir wollen und alle kriegen E-Autos. Das wird super. Meinst du? Das wird Bombe. Ja. Das macht die Ampel. Aber was macht die FDP? Die sind ja noch so ein Punkt, über die mache ich mir Freunde. Nachtigall, ich höre dir trapsen. das ist das, was ich hier bei deinem gelben FDP. Also. Hier. Nee, ich glaube, die haben ja richtig gepunktet bei jungen Wählern. Hast du es gesehen? Ja, weiß ich. Die sind bei jungen Wählern ist die FDP erfolgreicher als die Grünen. Mhm. Sind auf der 1. Liegt an Instagram. TikTok. An TikTok. Und TikTok. Ja. Weil die FDP hat wahnsinnig viele Clips über TikTok gefahren. Nein! Ja, ja. Und nicht sozusagen klassische, bitte wählen Sie Christian Lindner. Als ich so jung war wie Sie, war ich auch auf TikTok. Nicht sowas, sondern so Meme-Style. Sozusagen so Science-Fiction-Filme zum Beispiel. Zusammengefasst als 15 Sekünder und drüber steht, wenn die FDP regieren würde, sehe die Welt so aus. Und dann ist halt Science-Fiction. Geil. Und alle teilen das und denken, wie geil. So. Also das heißt, Ingmar, heißt es eigentlich im Prinzip für den nächsten Wahlkampf, der die beste Social-Media-Arbeit macht, gewinnt? Das glaube ich nicht und schon gar nicht in Deutschland, weil wir ja 60 genau, das nicht, aber der Einfluss, und das haben wir letzte Woche schon diskutiert, der Einfluss von Social Media ist halt enorm. Also es ist schon krass, wie sehr man quasi Stimmungsbilder beeinflussen kann, und weil das hat die SPD auch gemacht. Das muss ich ja ganz klar sagen. Ich habe eine Frage an jetzt, weil ich jetzt Alter, schon mal so Politikexperten hier habe. dich, ach, du bist gemeint. Will die FDP was Gutes? Kein Tempolimit. Will die FDP Raubtierkapitalismus? Nein. Will sie einen begrenzten Kapitalismus? Will sie eine Neuformulierung? Na pass auf, ich glaube. Also die Ordo, die FDP funktioniert in dieser Kombination gut, weil sie liberale und freiheitliche Werte sozusagen in einem begrenzten Rahmen sichern kann. Mhm. Sie wird keine komplette, weg sind die Haare, sie wird keine komplette, sie hat ja keine komplette Regierungsgewalt, das heißt, sie kann nicht das durchdrücken, was sie gerne generell vielleicht haben wollen würde, von dem man nicht genau weiß, ob das... Was wollen Sie denn generell haben? Das weiß ich ja gar nicht. Naja, man ist schon, der Markt regelt, man möchte Begrenzungen aufheben und so weiter, und wenn das natürlich im Übermaße passiert, ist es glaube ich nicht schlau, aber wir haben ja nicht das Problem, dass hier irgendwas nicht geregelt wäre, sondern wir haben ja das Problem, dass wir in unserer eigenen Bürokratie ersticken. Ersticken, ersaufen. Und dafür sind das die richtigen progressiven Kräfte. Also der Markt reguliert sich selbst, nur damit die Leute wissen, Adam Smith nachgucken, das war eines der Begründer dieser Wirtschaftsform, die einfach krank ist.
wenn man übertreibt. Genau. Also guckt auch bitte aber das die, ist ja bei jeder Ideologie. Die guckt auch bitte diese ordoliberale Richtung nach. Ordoliberal wollen begrenzen. Ja, gerne. Weiter. Und ich wollte sagen, das ist ja bei jeder Ideologie so. Mhm. Weißt du? Also alles, was ins Extreme geht, wird nicht funktionieren für die Menschen. Ja. Und deswegen, das also, ist ja, was wir lernen müssen. Alleine, wenn du dir die Akkumulation von Monopolbildung anguckst, dann ist dir klar, dass das mit dem Markt regulieren Schwachsinn ist. Genau, in der Reihenform. Es reguliert der die reichste, der die meiste Kohle hat, macht vor reguliert. Allen Dingen ist der Markt, den Markt gibt es doch gar nicht. Das ist doch der Fehlgedanke. Die Märkte. Es sind Märkte, ja. Genau. Und auch die Märkte stehen ja in Konkurrenz. Verstehst du? Also man kann nicht sagen, der Markt regelt das, wenn der Markt gar nicht dem Markt gleicht. Richtig. Wenn dieser Markt übermächtig ist, richtig. Dann würde es keine so. Ganz genau, weißt das meine okay, ich. Akkumulation genau. von Monopolen. So, also ich meine, genau. wir haben das mal aufgedröselt im Sozialwissenschaftsunterricht. Wir beide. Ja, vor Jahren schon. Tatsache. Als ich mein Abitur auf zweiten Bildungsweg gemacht habe. Bitte, liebe Leute, denkt nicht, ihr seid doof, nur weil ihr doof seid. Geht einfach zweite Bildungsweg machen. Nur weil ihr doof seid? Ja, weil wir sind dann nicht doof. Verstehst du, was ich meine? Denkt nicht, dass ihr doof seid, nur weil ihr doof seid. Es ist nicht so. Es ist nicht so. Doof ist eine Lüge. Das is a lie. Devil is a lie. Okay? Und, Bürokratie. Is a lie. Weniger Zettelwirtschaft, bla bla. Ja, natürlich. Mehr beweisen, dass man kann. So, und das ist ja unser Problem. Wir sind ja unflexibel. Nichtsdestotrotz müssen wir uns gucken, dass, also wer kreiert, beziehungsweise, wer kreiert die Wirtschaftsstrukturen? Die werden übers Recht kreiert. Die werden nicht darüber über Verkauf kreiert, sondern Nein. die werden darüber kreiert, dass eine Firma sagt, wir wollen aber das und das haben. Mhm. Das klagen wir ein als Präzedenzfall. So, und was ist passiert? Eine Firma, sagen wir Unilever, hat dann 38.000, 40.000 Tochterfirmen, die trotzdem alle wieder dahin führen. Mhm. Also ne, man muss ein bisschen aufpassen. Das ist schon auch ein bisschen eine verlogene Sache. Deshalb bin ich nicht ganz für komplette Alleinlassen. Weil das, das funktioniert ja auch nicht. Aber, das ist Ausbeute oder ist eine Abschöpfungskette, die immer von unten nach oben geht und um nichts geht. Und da müssen wir den Markt, müssen wir auch hingucken. Ne? Richtig. Weißt, ich kann dir ganz, es ist ein ganz einfaches Ding. An der Stelle hat mich zum Beispiel Christian Lindner überzeugt. Ja. Als es darum ging, dass alle anderen darüber diskutiert haben, wir müssten wir müssen Steuern erhöhen und investieren, bla bla und so weiter, hat er gesagt, klar müssen wir investieren, aber wir müssen eben nicht Steuern erhöhen und wir brauchen nicht mehr Einnahmen, sondern der Staat nimmt genug Geld ein. Richtig. Es geht darum, das, was wir einnehmen, richtig zu verteilen. Richtig. Es macht zum Beispiel überhaupt gar keinen Sinn, dass dieser Staat 30 Milliarden als Aktien bei der Telekom geparkt hat, ja. als Minderheitenbeteiligung sowieso nichts beeinflussen kann. Und diese 30 Milliarden würde Christian Lindner gerne verkaufen und irgendwo einsetzen, wo sie uns allen etwas bringen. Ja, vor allen Dingen sollten wir mal anfangen, bei amerikanischen Unternehmen uns einzukaufen. Nein, wir sollten, also wir brauchen uns nicht so einkaufen. Wir müssen das in Sachen packen, die funktionieren. Und warum amerikanische. Musst du immer so negativ sein, wenn ich was sage, anstatt zu sagen, Idili, ja, du hast recht, jetzt komm mir nicht, brech deine Hände, Alter. Du hast recht. Okay. Und diese anderen, diese Multis, die gehören reguliert. Ganz klar reguliert. Dankeschön. Nichts, der Markt regelt das. Wenn mir der Markt gehört, Dankeschön. Weißt du, laufe ich so über den Marktplatz. Verstehst du. So, wenn das mein Marktplatz ist, so, aber ich finde es toll, wie leidenschaftlich du bist. Das ist ja schon wieder so, da finde ich dich schon wieder so kommen. Ein bisschen, da muss ich sagen, so. Also, erst vergeben. Nur, dass das klar ist. Keiner fässt ihn an. Ihr Bitches könnt alle aufhören zu schreiben. Erst vergeben, nicht an mich, aber an jemanden, Was? Den ich kenne. An wen bist du vergeben? Sagen wir nicht. Nichtsdestotrotz, ich stehe auf deiner Seite, Habibti. Ich stehe auf deiner Seite, das ist richtig so. Ist deiner. Ich sorge dafür, dass er deiner bleibt. Guck mal, wie ich mir voll die Züge. Und das ist wieder ein Reich der Fantasie. So, ich wollte gerade sagen, imaginierte Menschen. Imaginierte Menschen. Ja. Haben wir das geklärt damit? Das haben wir geklärt, aber ich bin trotzdem total begeistert, wie leidenschaftlich du dabei bist. Das finde ich also, ganz wir kriegen toll. Eine Ampel? Ja, Ampel. Ich hoffe allerdings, dass es noch einen Moment Magst dauert. Magst du Lindner gerne ein bisschen? Glaubst du ihm mehr? Irgendwie habe ich den Eindruck, ich glaube ihm mehr als anderen. Ist komisch, ne? Ist komisch bei Lindner. Ich weiß nicht warum. Ich glaube, ich. Es sind diese, aber es sind diese, wie du von dir gesagt hast, schon diese Moves aller lieber nicht regieren als falsch regieren. Ja, er weiß einfach. Und ich weiß noch, wie wir ihn dafür verarscht haben. Nein, aber er hat halt den richtigen Move gemacht. Ja, aber wir haben ihn verarscht. Haben wir ihn verarscht, weil wir sind Opfer. Wir verarschen ihn. Ja, wir haben ihn verarscht. Und aus heutiger Sicht muss man leider Jesus sagen. Jesus auch verarschen. Oh mein Gott. Ja. Aus heutiger Sicht muss man leider sagen, war das tatsächlich gut und richtig. Ja, total. Total mutig. Ja. Volle Kanne Mut. Naja, gut. Jetzt feiern wir hier Christian Lindner. Da weißt du, was los ist in den Kommentarspalten. Ihr Neoliberalen.
Nur ja, weil aber, ihr beid, ich, nur aber weil wir ihr haben doch gerade gesagt, wir wollen erstmal nur reisen. Ich bin nicht, wenn ich das wäre, Bruder, würde ich hier nicht sitzen, okay? Aha. Nein, wir, nur wegen des Geldes? Ja, es ist nicht wegen des Geldes. Es ist wegen dem Geld. Wegen von des Geld ist es nicht. Aber wenn ich Geld hätte, mich hat letztens einer gefragt, Idil, wenn du dir was wünschen könntest, was würdest du dir wünschen? Ich oh. so, gib mir 22 Millionen, halt die Schnauze, lass mich in Ruhe. Aber warum denn 22 Millionen? Weil das genug Geld ist für mich, für den Rest meines Lebens. 22 bräuchtest du? Ja, 22 Millionen. Zwei würden nicht reichen? Nein. Was sind denn zwei? Halt an einem Nachmittag ausgegeben. Ich bin eine Frau, Ingmar. Hallo? Zwei? Gut, ich hätte jetzt nicht gedacht, dass du in Schönheitsinvestitionen, Schönheits-OPs investierst. Ach, Frauen investieren nur in Schönheit, oder was? Ist jetzt das? Hallo, Kommentarspalte. Ich möchte, dass ihr was dazu sagt. Hallo, Kommentarspalte. Frauen investieren also nur in Schönheit. Oh, Kommentarspalte ist aber generell auch eine schöne Demütigung, ne? Wenn man eine Frau Kommentarspalte nennt. Oh. Ey, gut, tatsächlich. Und das ist wieder das Gehirn, was ich mag bei ihm. Stimmt, du bist eine Kommentarspalte. Du bist einfach nur eine Kommentarspalte. Du alte Kommentarspalte, du. Ist gut, ne? Das ist schon nicht schlecht. Aber man muss viel denken. Das ist so ein intellektuellen Witz. Intellektuellen Beleidigung. Eine intellektuellen Beleidigung, ah, genau. Bald ist wieder Rose Battle, ja. Ne? Wie viel würdest du denn brauchen? Oh, das war nicht fertig. Okay, ich weiß, ich glaube, ich würde mit einer Mille wäre ich happy. Was willst du denn mit einer Mille machen? Dein Autogeschmack alleine ist schon. Du willst so einen Aston Martin, Alter. Nee. Weißt du, na klar, willst du dir einen Aston Martin holen, Junge. Nein, Loxi. Meinst du? Hast du neuen James Bond geguckt? Kino, Filme. Da habe ich keinen James Bond. James Bond immer nur ein Mann, ist mir langweilig. Ich will, dass es eine Frau ist. Jane Bond. Aber das hat der Autor sich ja nicht so gedacht. Der Autor kann mich am Arsch schicken. Du kannst doch nicht das künstlerische Werk verändern, nur wegen Feminismus. Doch, ich kann. Was für ein Stoff. Warum nicht? Warum nicht? Allein die Statuen, die hier in dieser Stadt stehen, nur Typen. Irgendwelche Typen mit Locken, Alter, und kurzen Hosen, Junge. Ja, wo sind halt die Frauen? Was? Ja, so war es, aber sogar, so ist das doch nicht mehr. Ja, dann könntest du jetzt. Die ganze Scheiße könnt ihr runterreißen, wie bei Saddam, Alter. Das ist für mich alle Saddam-Statuen. Wir können jetzt eine Merkel. Irgendwelche Vögel, die heißen. Wie ist denn eine Merkel-Statue? Bin ich dabei. Wir könnten doch einfach warum mal vor das Brandenburger Tor. So, warum nein? Du sagst es jetzt schon wieder, damit Merkel. Es klar gibt, ne? Wieso? Die goldene Merkel die goldene vor das Brandenburger Tor. Ach, die goldene Else, ja? Ah, von da kommst du. Nein, wir kommen vom großen Stern von Goldelse, fahren Richtung Brandenburger Tor und stellen auf dem Platz vor das Brandenburger Tor eine übergroße goldene Merkel. Ich verstehe nicht, warum am Engel. Ja. Warum zum Beispiel so eine Statue wie Run da steht? Weißt du, wer Run war? Wo steht die? R-O-O-N. Das war ein oberster General, der einfach wie alle Scheiße gebaut haben und immer noch ist seine Statue da. Warum? Wo denn? Wo steht die? Na, bei Goldelse. Da gibt es doch vier von diesen männlichen. Ah ja, drumherum. Habe ich mich noch nie mit beschäftigt. Oh, Leute. Was sind das für Leute? Irgendwelche. Du hast dich doch nie damit beschäftigt. Das kann man jetzt nicht alles aufdröseln. Aber jedenfalls ist es eigentlich schlecht, Lindner gut zu finden? Machen wir uns damit angreifbar? Das macht dir Sorgen, ne? Ja, ein bisschen schon. Machen wir uns damit angreifbar? Ich glaube, ganz ehrlich, es ist... Müssen wir Karl Marx gut finden, um safe zu sein? Ich glaube, es ist doch ein Beleg dafür, dass es... dass man ideologisch nicht so festgehakt ist, wie immer gerne behauptet wird und dass etwas passiert, wenn wir in der Lage sind zu erkennen, wenn Christian Lindner mal was richtig sagt. Soll ich dir mal was sagen, was ich glaube, Inge? Ich glaube, die wenigsten haben Ahnung von Wirtschaft und deshalb versteht keiner die FDP. Ich glaube, das ist es. Niemand versteht, was die wollen. Ich glaube, ja. Ich glaube, dass und deswegen werden sie gewählt oder werden sie deswegen nicht gewählt? Sie werden deshalb nicht gewählt, weil keiner weiß, was wollen sie eigentlich wirklich. Aber jetzt sind jetzt keiner versteht's. 10 oder 11% haben es ja trotzdem gemacht. Ja, 10, 11%. Von wie viel? Von 100? Richtig, wie immer. Aha. Ist das ein gutes Zeichen, Ingmar? Das ist das beste Wahlergebnis, das die FDP seit Ewigkeiten hatte. Und trotzdem versteht keiner, warum. Weil nur wegen Lindner, weil er sexy irgendwie ist. Also jetzt nicht sexuell mäßig wegen Aussehen, aber weil seine Moves sexy sind. Weil er so eine Underdog-Moves drauf hat. Stimmt, da hast du recht. Ja. Und aber trotzdem weiß keiner, was die FDP will. Warum sage ich FDP? FDP. FDP. Aber man könnte sich einfach nachlesen, was die FDP will. Also die FDP will zum Beispiel eine echte Reform der Rente. Ja. Basierend, und das ist das Verrückte, ja. Die sind die Einzigen, die Rente reformieren wollen auf Basis der aktuellen Zahlen. Alle anderen haben ja irgendwelche Fantasiegebilde. Fantasie. Und wollen lieber da noch Geld reinpumpen und den Staat quasi verschulden, um du das irgendwie. Du musst die Sache reformieren, Dicker. Du kannst doch nicht besteuern, Junge. Du kannst doch nicht die Rente, die schon besteuert ist, nochmal besteuern. Das ist alles, ja. Das ist ein Hurensohn-Move. Und dann kommst du mir mit, wir müssen auf unsere Alten aufpassen. Haben wir eigentlich den Hurensohn? Genau. Wir haben heute gar keinen Hurensohn der Woche, kein Huso der Woche gegründet. Stimmt. Wa?
Hast du jemanden? Habe ich doch gerade gesagt. Die Rente ist der Huso. Die Rente ist der, die Leute, die Rente besteuern, sind Hurensöhne. Alter, wie könnt ihr das Geld von meinem Vater doppelt? Hier ist ein Doppelglas. Na gut, wir werden ja alle irgendwo mal doppelt besteuert. Nee, ich finde das nicht. Wir werden 80.000 mal fünffach besteuert. Ja, eben. Ja, ist das cool? Naja, gut, aber es gibt ja keine. Also, guck mal, das Geld, was du auf dein Konto bekommst, ist ja besteuert. Und dann gehst du in den Supermarkt und bezahlst besteuerte Produkte. Ja, und wirst nochmal besteuert. Genau. Also, und, das, und wenn ich Geld lagere, wenn ich also meine 100.000, die ich nicht habe, macht euch keine Sorgen. Ja, mittlerweile so kriegst du dann, musst Strafe zahlen, wenn du das sparst. Was, Strafe? Überleg mal. Ja. Auf mein Angespartes soll ich Strafe zahlen? Und dann wundern sich die Leute, was ist denn das für eine, warum, wie? Na, aber dann wundern sich sie wieder, warum sozusagen so eine Immobilienblase bzw. Immobilien als Spekulation herhalten. Dankeschön. Müssen. Und das ist doch krank, das ist doch gestört. Und daran müssen wir doch arbeiten. Und nicht irgendwie an Reiche besteuern. Ja, klar, das muss auch passieren. Alles muss passieren. Es gibt genug Reiche, die es selber machen wollen. Aber die werden aber, ja besteuert. Ha? Die Reichen werden ja besteuert. Ja gut, aber ganz ehrlich jetzt mal, Bruder. Ganz ehrlich. Du kannst es so absetzen, dass du Geld zurückkriegst von Finanzamt. Naja. Es ist, wie es ist. Ja, aber, am Ende ist das Steueraufkommen ja trotzdem da. Also das, was Leute, die das können, einzahlen an Steuern, übersteigt halt bei Weitem das, was der Durchschnitt einzahlt. Ich finde es nicht in Ordnung, dass Omas und Opas, Entschuldigung, Omas und Opas, dass Rentner, dass die da besteuert werden, das finde ich unfassbar. Ich finde, das ist eine Grausamkeit. Und dann kommen wir nicht mit. Also die Besteuerung der Rente ist in der Tat. Das ist ekelhaft. Das ist tatsächlich peinlich. Für ein so reiches Land wie Deutschland ist es peinlich. Es ist wirklich peinlich. Wirklich. Es ist wirklich peinlich. Als wäre das der Punkt, an dem wir den Haushalt retten. Ja. Genau. Also, Rente besteuern. Die Leute haben sich schon doof und dämlich geackert und können jetzt irgendwie noch 3 Tage. Weil die soll ja auch immer hochgesetzt werden, auch immer dieses Hochsetzen der Rente. Lass die Leute doch mal 20 Jahre in Ruhe. Naja. Was soll denn die Scheiße? Naja. Also, das, wenn Scheurer diese Unterschrift nicht gemacht hätte, dann könnten wir Rentner bis 2500. Scheuer, Andi, Scheuer. Andi Bescheuerer, ja. Ganz genau, Andi. Du meinst wegen Maut. Na, jetzt Spaß, geht's ein bisschen du, durcheinander. Alter. Das werde ich dir nie vergessen, Andi, was du da gemacht hast. Und bei Wirecard bin ich noch nicht mal. Warte mal. Alter, das war richtig dreckig. Sind wir auch schon wieder gewesen. Am Ende. Das war wieder ein wilder Ritt. Ich weiß nicht mal mehr, womit wir angefangen haben. Ich auch nicht, aber das mag ich so. Das ist gerade mal eine Stunde her. Mag ich so. Manchmal sind wir völlig drüber. Da weiß man nicht genau. Ja, und deshalb manchmal sind wir komplett fokussiert. Fokussiert. Und deshalb ist es ja auch der geilste Podcast der Welt. Weil manchmal sind wir eben Fakten und manchmal sind wir Fantasien. Fantasie. Und manchmal sind die Fakten auch Fantasie. Wow. 23.11. notiert euch bitte schon mal. We love you. Come back. Hallo meine Plüschig-Batenfreunde, das ist euer neuer Lieblingspodcast, die Idel und Ingmar Show. Ich bin Idel und das ist Ingmar. Genau, und freitags 19 Uhr könnt ihr unseren Podcast sehen auf YouTube, definitiv. Oh. Zieht's euch rein. Und hören donnerstags schon. So. Überall, wo man hören kann. Dann ist ja auch schon alles durch. Abonnieren, 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 wisst ihr ja.